Sonntag vor Halloween, das heißt, es wird auch im Retro-Sonntag ein bisschen gruselig, denn heute spielen wir Super Castlevania 4 für das Super Nintendo aus dem Jahr, ich glaube, 1992. An das Intro hat mich schon damals geflasht. Mit den geilen Soundeffekten. Und, nee, 91 kam sogar schon raus. Noch älter, als ich dachte. Und wir fangen direkt mal an. Ja, die Castlevania-Reihe fand ich immer extrem gut, aber ich war nicht besonders gut darin. Und es wird sich auch jetzt nicht ändern, aber schauen wir mal, dass wir wenigstens die ersten Schritte erfolgreich hinter uns lassen. So. Schön an Castlevania, man braucht ja eigentlich nie viel zu erklären. Man weiß genau, was man zu tun hat. Spätestens seit dem ersten Spiel damals. Ich weiß gar nicht, auf welcher Konsole das erste rauskam. Also ich bin zum ersten Mal auf dem NES damit in Berührung gekommen. Dann hier eben auf dem Super Nintendo. Dann hatte ich, oder habe ich noch für PlayStation 1 die... Wusste ich auch nicht mehr. Dann habe ich noch für PlayStation 1 die Castlevania Chronicles. Was aber eigentlich nur ein Remake ist, der alten Teile. Also da wurde quasi ein, ich weiß gar nicht mehr, auf irgendeinem japanischen PC gab es dann Remake. So, genau, das ging mit der rechten Schultertaste, konnten wir hier die Waffe einsetzen. So. Und diesmal nicht runterfallen. So. Du ziehst deine Zugbrücke etwas zu spät hoch, mein Freund. Ja, die Herzen, wie gesagt, brauchen wir für die Waffen. Also wenn wir jetzt ein Messer werfen, sieht man oben am Herz, geht eins weg. Also quasi Energie, um unsere Waffen einsetzen zu können. Und ja, schön, wie man das hier in den 16-Bit-Ära rübergebracht hat. Schöne Hintergründe, geile Musik und auch, ja, diese, das ging beim NES natürlich nicht sowas. Einmal vor den Zaun laufen, einmal dahinter. Die Kerze werde ich nicht erwischen. Richtig. Wo ich sagen muss, mein Lieblingshorrorspiel ist bis heute auf dem NES Super Ghouls and Ghosts. Weil man sagen muss, das ist noch ein bisschen schwerer, aber da habe ich deutlich mehr Erfahrung drin. Nee, lassen wir. Es ist immer so schön, wie harmlos und leicht diese Spiele immer anfangen. Aber dann ab dem zweiten Level spätestens ihr wahres Gesicht zeigen. Man sieht, wie unglaublich herausfordernd das Ganze doch ist. Ja, es gibt auch dieses Jahr wieder einen, oder besser gesagt zwei dieses Jahr, zwei Halloween-Livestreams auf Twitch. Zum einen einen Retro-Horror-Stream, also da spielen wir sowas wie das hier. Spiele ich eventuell auch weiter, falls ich überhaupt weiterkomme. Und ja. Die ganzen Klassiker aus der alten Zeit und dann am Halloween-Tag selbst, also am 31. gibt's dann einen traditionellen Horror-Stream mit Indie-Horror-Games, teilweise welchen, die ich schon mal gezockt habe, die mir extrem gut damals gefallen haben und die es einfach wert sind, nochmal gezeigt zu werden. Würde mich also sehr freuen, wenn ihr dabei seid. Link zu meinem Twitch-Kanal findet ihr unten in der Videobeschreibung. Hey, ich muss sagen, bisher, naja, schlage ich mich gut. Es ist sehr casual noch im Moment, sagen wir es mal so. Ja gut. Ich denke auch, dass diese Version ein bisschen humaner ist als die alten Nestdinge. Was ich da machen konnte an diesem komischen Ring. Kann ich mich da festhalten? Ja, ich glaube schon, aber ich weiß gar nicht wie. Oh Mann!
Ich hätte vielleicht doch nochmal üben sollen. Hey! Knochenkopf. Was? Auf deine Knoche hier zu schmeißen? Das gehört sich nicht. Naja. Ja, wie man sieht, ich bin nicht gut. Verschwindet. Unbesiegbarkeit. Ja, gut, die bringt man jetzt natürlich mal gar nichts. Außer bei diesen dämlichen Fledermäusen. Aber nicht mal hier. Warum sind so Spiele immer gemacht, dass ein Unbesiegbarkeitsbonus immer an der blödesten Stelle ist? Das kenne ich von DuckTales auf dem Gameboy. Wenn man echt nicht gebraucht hat, weil kein Gegner in der Nähe war, kam das Ding. Boah, danke. Musik ist toll. Und ja, ich denke, generell waren die Spiele auf dem NES schwerer als hier auf dem Super Nintendo. Wie konnte man sich da nochmal festhalten? Mit der Peitsche? Ah, mit der Peitsche, stimmt. Ah, ist schon so lange her. Sorry. Oh! Der hat mich runtergeschubst. Ach, ist das unfair. Wie viel Leben habe ich eigentlich noch? Ich glaube, das nächste ist das letzte. Ich könnte es ja auch mal so machen. Ist ja das neue Feature, dass er die Peitsche jetzt auch nach oben schlagen kann. Ja, nochmal zu Super Ghouls and Ghosts. Gab es ja auch einen Vorgänger auf dem NES. Und zwar, ja, nur Ghouls and Ghosts. Was ein total mieses, schweres Spiel war. Also schwer und mies gleichzeitig. Und auf dem Super Nintendo war es dann nur noch schwer. Und es sah wenigstens cool aus. Hat sich auch toll gesteuert. War allerdings auch gemein, weil man es zweimal komplett durchspielen musste. Das ist fies, wenn er im Spiel am Schluss sagt, ja, das war's noch nicht. Du musst nochmal komplett von Anfang starten und es nochmal durchspielen. Sonst ist nicht mit Prinzessin retten. Kommt man sich ein bisschen verarscht vor. Ein bisschen üben hier, so. Ah, genau, da kann ich hier so schwingen mit dem Steuerkreuz. Okay. Dafür ist hier der Ring auch über der Plattform, damit man mal ein bisschen üben kann. Und du blöde Fledermaus, diesmal nicht. So, links, rechts und springen. Dankeschön. Ah, herrlich. Dass ich nicht weit komme, war klar, aber dass ich nicht mal das Level 2 erreiche... Wie gesagt, das war, ich habe mit dem Spiel keine Erfahrung großartig. Ich hab's mal angespielt. Was aber auch schon wieder vor 4-5 Jahre her ist. Und neulich habe ich mal irgendwo in einem Livestream gesehen auf Twitch. Da hat's einer gespielt, der hat sich nicht so dämlich angestellt wie ich. So, letztes Leben. Na herrlich. Ah, mit diesen blöden Abgründen da, mit den Ringen, muss man erstmal mit umgehen. So. So, Fledermaus, zisch ab. Hey, ach, du warst das, der mich schon da weggehauen hat, Penner du. So, schaukel, schaukel. Heppa. Okay, diesmal hat's funktioniert. Und, yep. Na also. Bitte nicht nochmal so eine Stelle.
Ja, der Retro-Horror-Stream, der kommt voraussichtlich auch am Sonntag, also heute. Ich bin noch nicht sicher, weil es ist heute Samstag, wo ich dieses Video hier aufnehme. Aber ich denke, heute Abend direkt noch auf Twitch der Retro-Halloween-Stream. Spätestens aber am Montag. Ich kündige es ja eh auf Facebook und auch auf Twitch an. Und ein Video für YouTube mache ich dafür extra auch nochmal. So, wow, eine Passage weitergekommen. Ah, okay. Was war das noch gleich? Okay, einfach der mittelalterliche Molotow-Cocktail. Ey, was seid ihr für Idioten? Weg hier. Ah. Ja, wie wär's mal mit kaputt hauen? Wusste ich gar nicht, dass das geht. Mann, Schluss. Da, 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 da. So. So macht's der Profi. Ah, so nicht. Das sind Pferdeköpfe hier, habt ihr das gesehen? Fliegende Pferdeköpfe, ich bin tot. Alter Vater. Ja, das war's. Ja, ich werde nochmal üben und das können wir dann auch im Stream weiterspielen. Zumindest als eins von mehreren gruseligen Spielen aus der Vergangenheit. Ja, aber das war's jetzt erstmal für den Retro-Sonntag. Ich sage danke fürs Zuschauen und wir sehen uns. Tschüss.